Schön, dass du da bist. Wir starten heute ganz entspannt. Du kannst dir ein Kissen zurechtlegen oder auch ein Yogakissen oder wenn du magst, eine Decke, wenn du es besonders weich magst. Wir starten in einer Rückenlage. Leg dich entspannt hin. Du kannst die Füße aufstellen, wenn du magst, wenn du besser liegen kannst. Und jetzt atmest du tief durch die Nase ein und schickst die Luft bis nach unten in deinen Unterleib. Bei der Ausatmung wandert die Luft an deinem Rücken entlang und entweicht wieder durch die Nase. Finde hier erstmal deine Energie, finde deine Atmung. Nach dieser ersten Entspannung ziehst du jetzt langsam die Knie zur Brust. Beide Hände greifen die Knie und wir atmen auch hier noch einmal tief in den Unterleib durch die Nase. Konzentriere dich nur auf deine bewusste Atmung. Strecke nun das linke Bein einmal gerade nach vorne aus. Die Arme halten das rechte Knie. Atme einmal ein. Und führe nun mit der linken Hand das rechte Knie über den Körper zur Seite auf den Boden. Der rechte Arm liegt dabei halb ausgestreckt auf dem Boden. Den Kopf kannst du auch nach rechts drehen, damit intensivierst du die Dehnung. Diese Übung für den unteren Rücken lockert das Gewebe, entspannt dein Unterleib. Führ dann das Knie langsam wieder nach oben, vorsichtig. Zieh beide Beine noch einmal eng zur Brust, bleibe einen kurzen Moment hier und dann streckst du das rechte Bein nach unten aus. Das linke ist angewinkelt. Komm erst einmal an in dieser Position. Und dann nimmst du den rechten Arm, ziehst das linke Knie zur Seite, der Kopf dreht nach links, der Arm nach links abgelegt. Hol das Bein langsam wieder zurück zur Mitte. Zieh beide Beine zur Brust. Und dann starten wir mit leichten Kreisen. Massiere den unteren Rücken, die Hände führen die Knie. Starten erstmal mit der Einrichtung. Ganz entspannte Kreise, so dass es angenehm für deinen unteren Rücken ist.
kannst nun auch die Augen öffnen. Wechsel die Richtung. Wir kreisen in die andere Richtung. Setz die Füße ab, roll dich über die Seite in den Schneidersitz. Schau, dass du bequem sitzt, richte dich einmal aus und dann hebst du die Arme über die Seite nach oben, Kopf hebt sich mit der Ausatmung, Hände vors Herz. Gleiches nochmal. Mit der Einatmung Arme nach oben, komm zusammen, atme aus, Hände vors Herz. Nochmal einatmen, große Bewegung, Hände treffen sich, Ausatmung, Hände vors Herz. Greife nun mit der rechten Hand dein linkes Knie und zieh dich über den Kopf lang zur Seite. Und zurück, wechseln, linke Hand ans rechte Knie, rechter Arm zieht über den Kopf zur Seite. Noch einmal wechseln. Wechseln. Noch einmal wechseln. Strecke nun das rechte Bein aus. Leg dir, wenn du möchtest, ein Kissen oder eine Decke auf den Oberschenkel. Mit der Einatmung hebst du die Hände. Mit der Ausatmung richte dich zur rechten Seite aus und leg dich lang auf deinem Bein ab. Die Hände umfassen dabei den Fuß, wenn du drankommst. Ansonsten legst du sie einfach neben dem Unterschenkel ab. Löse hier wieder auf, richte dich auf, wechsel die Seiten. Atme ein, Arme nach oben, atme aus, leg dich ab. Entspann die Schultern, komm in der Bewegung an. Dann löse auch hier auf, pack das Kissen erstmal kurz zur Seite, setz dich aufrecht hin, Fußflächen aneinander, und jetzt wander
langsam nach vorne. Die Hände gehen an den Füßen entlang, bis du deine Zehen erreichst und du ziehst dich nach vorne unten aus dem unteren Rücken. Versuch mit jeder Ausatmung noch ein Stück weiter nach unten zu kommen. Zieh nicht zu stark aus dem Nacken. Und versuch dich zu entspannen. Bring, wenn du kannst, den Kopf runter bis zu deinen Füßen. Richte dich hier wieder auf. Langsam komm nach oben. Und dann komm in den Vierfüßlerstand. Knie unter der Hüfte, Hände unter den Schultern. Geh in das geführte Ruhekreuz mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Schieb den Rücken nach oben. Die Hände schieben in den Boden nach vorne, die Knie nach hinten. Ja, das ist in der Buckelstellung immer eine Möglichkeit, das noch zu intensivieren. Mit der Einatmung nach unten, mit der Ausatmung nach oben. Bleiben einige Atemzüge hier. Versuch wirklich ganz explizit auf deine Atmung zu achten. Wir kommen das letzte Mal ins geführte Hohlkreuz mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Schieb dich nochmal mit ganzer Kraft nach oben. Bring alle Luft aus den Lungen. Und dann leg ab auf den Bauch. Schieb den Oberkörper leicht nach oben. Spann den Po an, die Beine an, die Schultern sind entspannt. Ab, bring die Unterarme auf den Boden und dann schieb den gesamten Oberkörper nach oben. Bring Weite in den Bauch, in die Vorderseite. Und dann leg den Kopf ab, schieb dich nach oben, komm über den Vierfüßler in den Sitz. Wir bereiten die letzte Übung vor. Ich baue mir hier eine kleine Burg und lege meinen Kopf auf die Decke ab, komme in die Kindshaltung. Du kannst das auch auf dem Boden machen. Wenn du auf einem Kissen ablegst, ist es natürlich etwas entspannter und weicher für dein Gesicht. Du entscheidest, wonach du dich heute fühlst. Bleib in dieser Position so lange, wie du möchtest. Und wenn du genug hast, dann richtest du dich auf. Wir sind an der Stelle durch mit dem Workout. Ich bedanke mich und hoffe, es geht dir besser. Du bist entspannt und wünsche dir noch einen schönen Tag.